Rätselhaftes Axum. Hunderte steinerne Stelen sind im Stadtgebiet verteilt, stehen faktisch überall. Die meisten Pfähle weisen zum Mond und wurden um die Zeitenwende errichtet, rund 500 Jahre vorher bis 300 Jahre danach. Fast 1000 Jahre beherrschten ihre Erbauer das Rote Meer und das Horn von Afrika. Dann verschwanden sie beinahe ohne Spur. Die Dimensionen sind gewaltig, wie die Bauten in Theben oder im Tal der Könige in Ägypten. Der größte Obelisk von Axum liegt umgestürzt als Trümmerwall auf der Erde, fast 600 Tonnen fein behauener Granit. Darunter verborgen harren geheimnisvolle Gräber ihrer Entdeckung.